Hallo, willkommen zurück bei mir hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie versprochen in der letzten Runde, wir machen heute Stevies Card. Haben wir schon ein bisschen was vorbereitet? Ein paar Kleinigkeiten. Und wir bauen uns jetzt erstmal schnell den Card Assembler, heißt er, glaube ich, wenn ich rechnen soll. Noch ein Circuit Board. Haben wir noch. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Ihn hier. Was habe ich hier drin? Machen wir es mal in den Blast Furnace schnell. So. So, den haben wir. Zwei Glas haben wir uns. Leading Good haben wir. Gold Chest haben wir. Das haben wir. Dann brauchen wir noch eine Glock und Datei. Das sollte eigentlich auch nicht das Problem sein. Da brauchen wir vier Stück von. Vier Stück kriegen wir sogar genau. Na, einmal davon. Dann müssen wir jetzt noch schnell die Glock holen. Ich hoffe, ich habe noch eine. Na, aber sicher haben wir keine. Oder? Meter. Ich glaube, im Haus habe ich noch welche. Das war schnell zwei Glas. Glaube, im Haus. Ich bin nicht ganz sicher. Sonstiges? Nein. Wir haben echt keine Glock mehr. Ah, schade. Ah, ich dachte, wir hätten noch eine. Da brauche ich nochmal Goldplatten und Labis. Na gut, machen wir uns wahrscheinlich nochmal. Vier Goldplatten, halt erstmal schlafen, weil nämlich gerade dunkel. Irgendwie ist hier nur dunkel zurzeit. Keine Ahnung warum. Also die Zeit geht hier rum, das ist Wahnsinn. Und ja, dann schauen wir mal. Das kriegen wir schon hin. Vier Platten brauchen wir insgesamt. Gold. Vier. Etwas von fünf. Fünf nicht. Und nur vier. Ich habe zwar noch eine Platte, aber okay. Die pressen wir hier mal schnell. Dann brauchen wir fünf Lapis. Fünf. Dann haben wir den Card Assembler. Der ist jetzt eigentlich so, ja. Den haben wir damit eigentlich schon fertig. Schnell mal die Glock. Hier haben wir. Und somit haben wir auch alles hier. Ja, und da haben wir es. Stevies Card. So, dann würde ich sagen, den stellen wir uns auch hier oben rein. Stellen wir den mal hier hin. Okay, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Als nächstes brauchen wir eine normale Hull. Eine normale Hull. Die Wooden Pool. Gut, dafür gehen wir ins Haus, weil da habe ich das ganze Holz. Ich habe hier draußen natürlich noch kein Holz gelagert. Ich bin aber überlegen, ob ich alles, was jetzt hier so ist, rüber mit mache. Was glaube ich schöner ist als Sticks brauchen wir noch. Machen wir mal ein Stick raus. Dann bauen wir uns erstmal schnell die Räder. Und dann machen wir also nur zwei. Erstmal nur das, was wir brauchen, weil wer weiß, ob wir das nochmal benötigen. So, da haben wir das auch abgeschlossen. Das geht ziemlich schnell heute. Standard müssen wir bauen. Standard, das ist die. Da brauchen wir Iron Sheets. Ist ja auch einfach. Gut, Sticks haben wir einschicken. Ich glaube, das Holz. Ach, ich nehme es einfach mal mit, wenn ich was habe. Bisschen noch Eisen. Ja, hier haben wir noch Eisen. Dann brauchen wir uns zweimal davon. Eins, zwei. Und dann die Standard-Tool.
kann man so einbauen. Aber ist auch okay. So, damit hätten wir das auch schon abgeschlossen. Galgodorie. Galgodorie. Ist das hier mit drin, oder? Das Galgodorie. Das sind dann hier natürlich nicht drin. Da haben wir was. Civic 2 ist das okay. Und wie stelle ich das jetzt her? Ist ja alles schön und gut. Argförmes. Oh nee, gell? Nee. Nee. Nee, da muss ich jetzt. Wei. Das muss doch auch anders gehen. Weil das ist ja. Puh. Uiuiui, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das ist natürlich echt nicht einfach. Muss ich echt erst den Argfernus machen? Das dauert natürlich echt den Argfernus. Argfernus warm von Mörtelsee, glaube ich. Mal gucken, Arc. Der kostet natürlich auch ein bisschen was. Gut, das kriege ich so schnell jetzt nicht hin. Stilschirme. 27 Rehen aus wieder. Das bekomme ich jetzt nicht hin. Gut, da müssen wir leider ein bisschen ausweichen. Auf was geben wir dann? Windmühle könnten wir hier auch noch bauen. Das dauert jetzt auch alles zu lange. Ui, was machen wir? Müssen wir mal ein Stromnetz bauen. Aber ich glaube, wir bauen uns erstmal wahrscheinlich einen Storage-Strom. Geschrieben, oder? Storage Controller. Schauen wir mal Controller. Da haben die. Ah, da ist ein Tower Controller. Okay. Ey, okay, die habe ich auch nicht. Auch jetzt hängt es echt an diesen ganzen Kram-Kramsseite hier. Gut, dann wird das, glaube ich, eine kürzere Folge. Weil ich meine, wir könnten jetzt mit den Stevie Cards, könnte man zur Baumfarm bauen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die nicht so prickelnd, die Baumfarm. Deswegen will ich die eigentlich gar nicht machen. Also bin ich wesentlich schneller, wenn ich mit der Hand das Zeug abbaue.
Gut, dann war das halt mal eine kürzere Folge. Ich habe sowieso noch ein anderes Projekt am Start. Das wird auch die nächsten paar Tage hier erscheinen. Und ich werde jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen was vorbereiten, dass wir eventuell, gucke ich mir das nochmal genauer an. Und ansonsten gehen wir in den Storage Drawer, da werde ich nochmal die Amethysten farmen. Die waren natürlich auch ganz ziemlich mies zu farmen im Nether. Und ansonsten geht es halt gnadenlos dann in Merchant's Thief rein. Weil da brauchen wir einige Sachen. Wir brauchen unter anderem den Turm, den Dieselgenerator und was weiß ich nicht alles. Aber darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich dachte, wir kommen ein bisschen weiter ins V-Card. Na gut. Wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen. War eine etwas kürzere Folge. Dafür sorry, vielleicht ist es auch angenehm. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch die kürzeren Folgen vielleicht besser gefallen. Ansonsten habt einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao!